Den Aufwärtstrend des vergangenen Jahres möchte der Zollernalbkreis fortsetzen. In der Festhalle Albstadt Ebingen trafen sich am gestrigen Montag wichtige Menschen aus Wirtschaft und Politik sowie Bürger des Landkreises. Landrat Günter Martin Pauli und Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut blickten auf das politische Geschehen in Land und Landkreis und zeigten auf, was sie diesbezüglich im Jahr 2018 gestalten wollen. Für Wirtschaftsministerin Hofmeister-Kraut ist in diesem Jahr wichtig, die Digitalisierung weiter voranzubringen. Außerdem möchte sie den ländlichen Raum stärken. Und natürlich soll Baden-Württemberg nach Wunsch der Wirtschaftsministerin auch in der Automobilbranche weiter ganz vorne dabei sein. Um die wirtschaftliche Stärke des Landes beizubehalten, brauche es allerdings Fachkräfte. Ein Stichwort, dass wir wieder mehr Frauen auch gewinnen, dann für den Beruf, auch ältere Arbeitnehmer. Der zweite Arbeitsmarkt, Langzeitarbeitslose, wird zunehmend erschlossen. Wir haben ja vielfältige Maßnahmen auf den Weg gebracht, auch über das Landesarbeitsmarktprogramm. Das Land benötige qualifizierte Zuwanderung, so die Wirtschaftsministerin. Deshalb hält sie ein Zuwanderungsgesetz, das auf qualifizierte Fachkräfte abzielt, für notwendig. Die Bildung, ein Schlüssel zum Erfolg, auch für Landrat Günter Martin Pauli. Wir haben im Zollernalbkreis eine ganze Reihe von Strukturwandel hinter uns bringen müssen in den letzten Jahrzehnten. Und wir sind heute etwas breiter in den Branchen aufgestellt. Und diese gute wirtschaftliche Stärke, die wir jetzt erreicht haben, die müssen wir flankierend unterstützen, indem wir beispielsweise in unseren beruflichen Schulen in der Qualifikation junger Menschen nicht nachlassen. Die Bildungseinrichtungen müssen sich mit einem der aktuell größten Themenschwerpunkte beschäftigen, der Digitalisierung. Diese ist aus dem Arbeitsleben bereits heute nicht mehr wegzudenken. Hier hat das Wirtschaftsministerium bereits vorgelegt. Wir haben jetzt im Landeshaushalt, ich als Wirtschaftsministerin, den größten Anteil der Digitalisierungsmittel bekommen als Einzelministerium und werden hier die Wirtschaft, vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, es gibt ein starkes digitales Gefälle, noch weiter unterstützen. Hofmeister-Kraut und Pauli wollen auch 2018 dafür arbeiten, dass die Wirtschaft weiterhin stark bleibt. Ob ihnen das gelingt, wird das neue Jahr zeigen.